Paddel, Weste, Reisemaggi. Sie sehen schon, ich mache gerade Ferien. Dafür sehen Sie jetzt direkt aus Malaysia live und in Farbe meinen Kollegen Erik Nebe zur Immobilienkrise in China. Ein Thema, das sich vor ein paar Wochen noch mal zugespitzt hat und das brisant ist, auch weit über China hinaus. Und für die, die es noch nicht wissen, der Erik hat hier auch seinen eigenen Kanal, nämlich China to Invest, hier auf YouTube, wo Sie jede Woche Beiträge bekommen aus erster Hand über eine der größten und wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen und bis bald. Ja, vielen Dank, Gerhard, für die nette Einleitung und natürlich dir im Urlaub viel Spaß beim Maggi-Trinken. Ja, wir malochen hier weiter und beschäftigen uns mit genau dem Gegenteil von Urlaub, mit harter Arbeit. Und viele, wenn sie über China denken und dann auch noch über Immobilien, spätestens dann kriegen sie entweder schlechte Laune oder schweißbetaute Hände. Nun, wie machen wir das? Ich bin selbst ja in China investiert und viele denken jetzt, ja gut, dann ist ja klar, dann siehst du das alles viel positiver und als China-Purist, ja, kehrst du sicherlich den ganzen Dreck einfach unter den Teppich. Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich in China hoch investiert bin, dann muss ich mich damit noch viel mehr beschäftigen und das mache ich seit Jahren und sehe eben natürlich auch die riesigen Immobiliensektor. Und viele, denen geht das ähnlich, deshalb möchte ich heute das Thema adressieren und zwar zwei Fragen beantworten. Das eine ist, könnte Chinas Immobilienmarkt wirklich einfach so kollabieren und die ganze Wirtschaft runterziehen? Und das andere ist, die Frage kriege ich auch gestellt, könnte es sein, dass China die nächste Weltwirtschaftskrise auslöst? Also viele sagen, also China-Aktien fasse ich eh nicht an, aber ich glaube, der nächste große Auslöser für den nächsten Big Bang, das könnte China sein. Und das möchte ich heute beantworten. Dazu müssen wir aber ganz kurz erstmal verstehen, historischer Abriss, wie hat sich das Ganze entwickelt? Und bis in die späten 90er Jahre gab es eigentlich in China überhaupt keinen wirklichen Immobilienmarkt. Das war ja alles unter kommunistischer Prägung noch geregelt in Kommunen und erst dann hat sich das Ganze geöffnet, aber mit einem wahnsinnigen Tempo. Ja, das ist wie beim Internet, man hat es dann einfach zugelassen, hat gesagt, okay, wir schauen mal, wie es läuft und die Chinesen haben das natürlich auch gnadenlos ausgenutzt, haben Eigentum erworben und haben dann sogar ja, mit einer der höchsten Eigentumsquoten der Welt, können wir mal hier auf die Statistik schauen, die es überhaupt gibt. Das hat natürlich auch positive Effekte, dass die Leute zum Beispiel indirekt für ihre Rente mehr vorgesorgt haben und hat auch dazu geführt, dass das Ganze ja eine Art Konvention war, Immobilien zu kaufen. Und ein Grund, warum man das überhaupt gemacht hat, Immobilien gekauft hat, war, man hatte ja mehr Vermögen, man wollte es irgendwie investieren. Und die Chinesen sind traditionell unglaublich skeptisch, was Banken angeht, wollten das lieber eben in ihre eigenen vier Wände investieren, als auf die Bank legen. Heute übrigens interessanterweise ist genau das Gegenteil der Fall. Investoren sind oft sehr, sehr optimistisch, was Banken angeht. Bankenwerte sind sehr, sehr gefragt. Habe ich vor kurzem auf meinem Kanal ein Video dazu gemacht. Vor allem, die haben nämlich teilweise zweistellige, sehr hohe Dividendenrenditen, sind sehr, sehr profitabel und erfreuen sich deshalb bei ja, Anlegern ganz besonders großem Interesse. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen auf dem Kanal. So, auf jeden Fall hat sich das Ganze so entwickelt, dass auch das Vermögen der Chinesen immer mehr dort geparkt wurde. 70%, sagt man, des städtischen Haushaltes oder der Haushaltsvermögen, die sind Immobilien investiert. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Abhängigkeit. Beim Bruttoinlandsprodukt von China, sagt man, 30% circa hängen direkt an dieser Branche. Das ist ungefähr doppelt so viel wie in den USA. Also die Abhängigkeit ist verdammt groß und ja, es ist natürlich auch eine Spekulationsblase und die ist per Definition nicht gut. Das hat China gesehen und hat es schon seit ungefähr 2016 bekämpft. Und das ist schon mal wichtig zu verstehen. Also China hat das von sich aus selbst initiiert, relativ früh gemacht. Das ist nicht die letzten Jahre hochgekocht, weil irgendein Konzern gesagt hat, wir haben hier ein Problem. Nein, man hat das früh selbst gemacht, weil man gesagt hat, okay, irgendwann stoßen wir an unsere Grenzen und wir versuchen das jetzt selbst irgendwie zu lösen. So. Wann wurde es bei uns eigentlich besonders bekannt? Das war dann vor allem auch 2021, vor circa 2 Jahren, als Evergrande in die Bredouille geriet, weil man gesagt hat, hey, wir können unsere Schulden teilweise nicht mehr bedienen. Wir wissen ja, eine Blase, die wird dann gefährlich, wenn im Prinzip die Refinanzierungskosten, also das sind jetzt vor allem hier auch die Zinszahlungen, wenn die eben höher sind als die Erträge. Und Evergrande muss zum Beispiel aufgrund der Maßnahmen, die China erlassen hat, was haben sie gemacht? Sie haben einfach zum Beispiel die Kreditvergabe beschränkt. Für Immobilienentwickler, für Bauträger, haben Richtlinien erlassen, für Schuldenkennzahlen.
Und dadurch musste zum Beispiel Evergrande auch einfach Immobilien günstiger abtreten. Ja, hatten einfach Probleme bei der Finanzierung und das hat dann viele, Evergrande ist ja nur das bekannteste Beispiel, Konzerne illiquide gemacht. Ja, und wenn wir jetzt mal schauen, wir haben jetzt hier im Prinzip zwei Konzerne, um mal so ein bisschen das einzuordnen. Evergrande von der Größenordnung und das andere ist Country Garden. Country Garden war jetzt 2023 viel in den Schlagzeilen. Da reden wir über Schulden von ca. 200 Milliarden US-Dollar. So, ist das viel? Ja, also die Beträge sind erstmal viel und groß, aber man muss das immer in Relation sehen zu anderen Zahlen. Schauen wir erstmal, was nimmt denn China so an Steuereinnahmen überhaupt ein? Und da hat man zum Beispiel letztes Jahr 2,4 Billionen US-Dollar eingenommen. So, jetzt erscheinen diese Schuldenbeträge, das sind ja wirklich auch nur die Schulden dieser Unternehmen, die Gesamtschulden, schon wieder geringer. China hat einen unglaublichen Überschuss beim Handel. Wenn wir hier mal auf die Monate schauen, da sehen wir, in so einem Quartal alleine wirtschaften die ungefähr diese Schulden, die jetzt dieser einzelne Konzern, wie zum Beispiel Country Garden, hat. Also, das Ganze muss man schon ein bisschen in Relation sehen. China ist eine Volkswirtschaft, die brummt, die hohe Einnahmen hat bei Steuern aus Handel mit Übersee. Das heißt, das ist im Vergleich erstmal nicht so viel. Das ist ein einzelner Konzern aufgrund seiner Schulden, ja, die werden ja momentan alle entschuldet, dass der so eine Volkswirtschaft ins Straucheln bringen kann, ist erstmal abwegig. Ja? So, das ist mal das Erste. Das Zweite ist, was natürlich viele sagen, ja, der Einzelne nicht, aber was denn mit einem Systemkollaps? Ist das möglich? Und hier muss man überlegen, okay, wer sind die Gläubiger von diesen Unternehmen? Und das sind vor allem, wer? Ja, das sind natürlich die Chinesen selbst und vor allem die Staatskonzerne oder auch die Banken. So, und die müssten, um jetzt dieses ganze System ins Wankeln zu bringen, müssten die jetzt anfangen, dagegen zu schießen massiv. Und das werden sie natürlich nicht machen, weil China hier die Hand drauf hat. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen. China hat, und das hat auch Nachteile, ich bin niemand, der jetzt Dirigismus oder zu viel Staatseingriff befürwortet, überhaupt nicht. Aber sie haben natürlich hier die komplette Kontrolle über dieses System. Auch ein großer Unterschied übrigens zu Japan. Japan hatte das nicht. Deswegen ist dort auch die Immobilienkrise ganz anders verlaufen. China kann das aber machen. Das heißt, diese Banken werden jetzt nicht einfach dieses System komplett über den Haufen werfen. Und da China im Prinzip hier der große Gläubiger selbst ist, ist das Risiko für eine Implosion sehr, sehr gering oder quasi ja, nicht vorhanden, solange sie es nicht wollen. Wir haben ja zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise gehabt, die wurde durch den Lehman Brothers Knall ausgelöst. Und das war natürlich irgendwo provoziert. Das hätte auch jede andere Bank oder Immobilienhersteller sein können. Aber das hat man gesagt, okay, wir suchen jetzt ein Bauernopfer. Und dann kam diese große Misstrauenslawine. Solange es diesen Lehman Brothers-Moment aber nicht gibt in China, und den muss man ein Stück weit provozieren, der passiert nicht einfach nur so. Ja, es gibt verschiedene Theorien, wie das genau damals entstanden ist, aber grundsätzlich ist klar, wie es gelaufen ist. Solange das nicht provoziert ist, beabsichtigt, ja, wird es das nicht geben. Das heißt, dass das System kollabiert, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Auch ein Bankenrein funktioniert nicht einfach. Das chinesische Geldsystem ist ja relativ geschlossen. Ja, die Kapitalströme sind hart kontrolliert. Das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Das würde nur funktionieren, wenn man es schafft, wirklich eine Art neuralgischen Punkt zu finden und das System komplett zu kippen. Das ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, weil China das sozusagen selbst kontrolliert und das Ausland, was ja Geld zum Beispiel abziehen könnte und so einen Crash auslösen könnte, ist gar nicht hoch genug investiert. Am Aktienmarkt sehen wir da teilweise eher Konsequenzen, aber nicht am Immobilienmarkt, ja. Und wenn wir mal interessanterweise schauen, wie, also die größten Gläubiger, die Banken sich eigentlich verhalten, wie die bewertet sind, dann muss man auch sagen, wenn wir hier mal auf so einen Index schauen, den FTSE China A600 Bank Index, dann sehen wir, naja, also er holt jetzt nicht den Pudding vom Kuchen, aber er ist auch nicht irgendwie im Krisenmodus. Also wenn hier wirklich Gefahr im Verzug wäre, dann könntet ihr euch vorstellen, würde dieser Chart ganz, ganz anders aussehen, dann wären Anleger hier ganz, ganz anders positioniert. Wenn hier wirklich eine Bankenkrise drohen würde, dann gäbe es hier klare Anzeichen und dann würden wir nicht hier auf dieser Seitwärtsphase weiter reiten. Also, dass wir das Bankensystem hier ja, mehr oder weniger verlieren würden und das Ganze so China zum Erliegen bringt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist mal das Allererste. Ich sage immer unwahrscheinlich, für mich ist das Risiko quasi bei Null, solange China das nicht möchte. So. Was ist aber jetzt auch das Risiko? Ich habe es gesagt, viele glauben, ja, es könnte ja trotzdem zum Gesamtknall kommen. Angenommen, meine Annahmen wären jetzt hier teilweise falsch. Könnte China die Welt ins Straucheln bringen? Also theoretisch klar, aber auch hier wieder. Also die Immobilienmärkte sind erstmal getrennt. Wenn der Immobilienmarkt in China wirklich nochmal richtig krachen würde, hätte das erstmal keine Auswirkung. Was könnte passieren? Naja, es könnte eben so weit gehen, dass China als Staat hier extrem einspringen muss, ja, dass sie
die Konzerne retten müssen. Momentan ist ja so, dass die eher umstrukturieren. Es wird noch relativ wenig verstaatlicht. Das könnte ja passieren, so wie bei uns auch. Weltwirtschaftskrise oder bei der Commerzbank hat man ja genau das gemacht. Das könnte passieren. Das würde dann eher auch die Inflation in China wahrscheinlich sehr anheizen. Hätte auch Auswirkungen auf den Anleihemarkt in China. Aber da sind wir beim nächsten Thema. Diese Kapitalmärkte, die sind natürlich nicht so entscheidend wie zum Beispiel der US-Kapitalmarkt. Der ist riesig. Der hat jede Auswirkung. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Bei Zinsen und so weiter. Viel mehr Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. In China wäre das nicht so. Das Einzige, was in China wirklich große Auswirkungen hat, ist sozusagen die Gesamtwirtschaft selbst. Wenn China da Probleme bekommt. Kann das passieren? Ja, das kann natürlich passieren. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Wirtschaft zurückgeht. Aber wir sind ja weit, also zurückgeht das Wachstum, Vorsicht, wie ich es formuliere. Aber wir sind ja weit davon entfernt, in eine Rezession reinzulaufen oder dass China jetzt komplett am Abnippeln ist. Sondern es ist einfach im Vergleich zu den Vorjahren, ist der Basiseffekt, der ist geringer aufgrund auch der geringeren Immobilienwachstumsleistung. Ja, das ist klar. Aber dass China jetzt einen Kollaps weltweit auslösen würde, dazu müsste entweder China nicht mehr in der Lage sein zu produzieren. Wir haben gesehen, die Lockdowns, die waren schlimmer eigentlich als alles, was jetzt kommen kann. Ja? Weil da haben wir plötzlich nicht mehr die Lieferung bekommen. Oder dass China komplett die Nachfrage fehlt. Also China importiert ja zum Beispiel Agrarprodukte viel, aber die werden sie als letztes einstellen, weil Essen müssen sie ja noch. Energie, ja, da kann ein bisschen was passieren, aber China ist eben nicht so wichtig auf dem Weltmarkt nachfrageseitig, dass sie jetzt aufgrund einer Immobilienkrise komplett unsere Systeme zum Einschutz bringen könnten. Auch wenn wir auf die Gesamtverschuldung schauen, ja, wenn China jetzt da einspringen müsste, die Verschuldung deutlich anheben müsste, dann sehen wir im internationalen Vergleich Chinas Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt hier mit 77% vom IMF. Das ist jetzt im internationalen Vergleich auch nicht so, dass man da jetzt sagen muss, das ist ein kritischer Bereich. Da gibt es ja einen anderen Patienten drauf, den ich hier eher sehen würde. Ich sage auch ganz ehrlich, diese Zahl ist sicherlich zu gering. Die Verschuldung liegt sicherlich höher. Das liegt daran, dass es sozusagen eine Art Schattenkredite gibt auf regionaler Ebene. Viele Provinzen sind höher verschuldet. Das sage ich auch ganz ehrlich. Das ist eigentlich bekannt, aber wird eben hier nicht ausgewiesen unbedingt. Wie hoch die Zahl genau liegt, weiß man nicht. Aber sie ist nicht so, dass man jetzt da Angst haben muss. Ja, also das ist alles nicht im kritischen Bereich, wenn wir es mit anderen Ländern vergleichen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Ein Land wie China kann nicht einfach mal so pleite gehen. Das funktioniert nicht. Dafür ist das Land viel zu solide, stabil, hat viel zu hohe Einnahmen und kann eben auch die Weltwirtschaft zwar beeinflussen und auch durchaus mal gravierender, aber sie wird unsere Systeme nicht einfach so ins Straucheln bringen durch diese Sachen. Ja? Warum wird es aber trotzdem immer, kommt es immer wieder hoch? Warum immer wieder China-Immobilien? Also jetzt gerade die Woche nicht, weil es gibt andere Themen. Genau das ist es ja. Immobilien sind unfassbar greifbar. Man könnte jetzt so ein bisschen zynisch sagen, es gibt keine gute Wirtschaftskrise ohne Immobilien. Und das ist einfach in der Vergangenheit immer so gewesen. Die Asienkrise, viel durch Immobilien ausgelöst. Weltwirtschaftskrise 2008. Japan im Prinzip auch durch Immobilienspekulation. Und jetzt ist natürlich auch so wieder schön plakativ, passt irgendwie auch rein und es wird immer schön ausgeschlachtet. Es wird auch wieder, ich kann es euch versprechen, es wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Es kommt in ein paar Monaten, vielleicht auch erst in einem Jahr oder zwei Jahren, es kommt immer wieder hoch. Ja? China kracht zusammen, Immobilienblase. Ich bin da relativ entspannt, aber was ich auch ganz klar sagen muss, also ich sage es mal so, ich würde deshalb nicht aufhören, in China zu investieren, weil das Ganze weiterläuft. Und auch aus meiner Sicht kann man da relativ ruhig mit schlafen, wenn ich jetzt in nur westliche Werte investiere und Angst haben muss, dass China irgendwie diese Märkte zum Einstürzen bringt. Aber es belastet natürlich den chinesischen Aktienmarkt, es belastet die chinesische Wirtschaft, das ist ganz klar. Denn im Prinzip hatte China zwei Möglichkeiten. Sie hätten sagen können, wir machen eine Art Lehman Brothers Strategie, wir lassen das Ganze knallen, dann wissen wir nicht genau, was passiert, unkontrolliert, aber wir haben es in 3 bis 5 Jahren wahrscheinlich überstanden, vielleicht sogar noch schneller. Was man jetzt macht, ist, dass man das Ganze deflationär ablässt und das Ganze wird länger dauern. Es belastet die Wirtschaft über einen längeren Zeitraum und man testet ja genau aus, wie weit können wir gehen. Ja, das ist eigentlich super interessant. Sie sind genauso im Grad, wie weit können wir die Wirtschaft belasten, die soziale Stabilität, die Gesellschaft, aber trotzdem immer noch sozusagen das Geld abziehen. Wie weit können wir da gehen? Es kann sein, dass sich diese Phase über vielleicht 5 bis 10 Jahre erstreckt, bis man eigentlich das erreicht hat, dass man hier die Verschuldung abgebaut hat oder sagen wir zumindest mal die Konzerne auch ein Stück weit saniert hat, dass man stabiler ist. Ja, das ist ein sehr nachhaltiger Weg, aber er ist natürlich für die Wirtschaft, wir sehen, Investoren sind nicht davon begeistert im Endeffekt, ist es natürlich ein schmerzhafterer oder sagen wir
ein zermürbender Weg. Ja? Und das muss einem klar sein. Wer in China investiert momentan, der muss damit auch leben und dass die Investoren das sehr, sehr skeptisch sehen. Ja? Das wird aus meiner Sicht weitergehen. Aber es ist eben nicht so, dass dadurch der große Knall entsteht. Und das ist genau das, was momentan in China passiert. Von daher bin ich als Investor insgesamt entspannt. Ich würde aber auch nicht in Immobilienwerte investieren. Ich investiere in viele Werte in China, wo ich einfach sagen kann, okay, da ist das Geschäftsmodell für mich klarer und ich weiß auch, Investoren wollen da nach wie vor rein. Aber bei Immobilienwerten, da werde ich auch bei mir im Kanal keine besprechen, bei den anderen schon, wisst ihr Bescheid, gerne mal vorbeischauen. Bei den Immobilienwerten ist das Problem, selbst wenn es gute Werte gibt, und die gibt es, KGV 1 wächst super, aber dann weiß ich, Sentiment ist so schlecht. Das heißt, ich würde ja nicht rein investieren in den Immobiliensektor in China, aber in die anderen Werte kann man schon rein, denn da ist eben der Einfluss des Immobiliensektors überschaubar und auch langfristig einfach das Potenzial so groß, dass ich sage, für mich nach wie vor super attraktiv. Und da hat diese Immobiliendeflation sogar eher Kaufchancen ermöglicht. Das ist meine ganz klare Meinung zu dem Ganzen. Wisst ihr ab jetzt Bescheid. Man muss da keine Angst haben vor. Ja, China, die große Unbekannte, Geisterstädte, ja, die gibt es zum Teil, aber China sieht nicht so aus, dass jetzt irgendwie jede Wohnung leer steht und dort sozusagen alles zusammenbricht buchstäblich und marode vor sich hin verfault. Das ist einfach nicht der Fall. Ja? Also, war mir ganz wichtig, so ein Thema auch zu adressieren, nicht immer nur positiv über China zu reden, sondern einfach Dinge auch einzuordnen. Und wie gesagt, auf meinem Kanal mache ich das öfter. Gerne mal vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich schließe jetzt den Kreis. Gerhard, ich stoße nochmal auf deinen Urlaub an. Maggi gibt es überall, auch in Asien. Es gibt sogar hier in Malaysia Gerichte, die nach Maggi benannt sind. Aber Südostasien trinkt man ja auch klassisch Fischsoße und das würde ich jetzt sagen, haue ich mir jetzt in mein Frühstücksei rein und dann schauen wir mal, ob wir uns dann in absehbarer Zeit hier nochmal wiedersehen auf dem Kanal. Bis dahin, alles Gute an euch. Mein Name ist Erik Nebe. Macht's gut.